Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem Mechagon Werkstatt Key. Wir prügeln uns da mal durch und nach dem Intro geht das los. Vielen Dank, dass du dieses Video anschaust. Ich würde mich über einen Daumen nach oben oder über einen Sub sehr, sehr freuen. Einfach Abonnent werden klicken und schon verpasst du keine Videos mehr. Wenn du dann auch noch die Glocke aktivierst, kriegst du auch direkt eine Nachricht auf dein Mobiltelefon oder je nachdem, wo du gerade meine Videos schaust. Jetzt. Schauen wir mal. Mal durch hier. Lass mich da vorbei. Dankeschön. Ich mag das hier so runter zu reiten. Das ist schon episch. Und einmal oder zweimal, dreimal springen. Check. Ich hoffe, mein Ping passt soweit. Machen wir den ganzen Kladderer das hier mal kaputt. Ja, nix mit Detonieren hier. Das ist jetzt wieder eine andere Perspektive als Tank. Gucken wir mal. Ja, die platzen ja. Eieiei. Das wird spannend. Die sollten aber genügend aufs Parkett bringen hier. So, ich zieh den diesmal tatsächlich mal mit rüber hier. Oh. Nee, komm zurück hier. Ah, shit. Ja, betäubt hier. Und jetzt passt das, Klonk. Oh, jetzt hat er das gekriegt. Passt auch, wunderbar. Oh. Hast du das von dem Ding da erwischt zu werden, ey? So. Ach Gott, hab ich lange nicht mehr getankt. So. Mal kurz konzentrieren hier, Junge. Lass dich kaputt machen. Nehmen wir einmal mal den hier und dann ist das entspannt. Aber ja, das sollte sich super ausgehen hier. Key-technisch. Wollen wir mal reinprügeln da. Ja, das war schon ganz einfach. An sich ist das eigentlich auch ein sehr, sehr einfaches Dungeon. Was ich nur nicht mag, ist gleich die Stelle mit diesem platzenden Pudding. Und Hot Sahne-Yoga, ne? Wie war das? Voll bepackt mit tollen Sachen. So, zack. Einmal durch hier. Das ist auch so ein bisschen so rumpelig an der Stelle. Na gut, aber das geht sich alles aus. Nehmen wir den mal mit. Der Rest, der kommt dann schon hinterher. Mal schauen, dass man da nicht unbedingt drin steht. Gehen wir einfach mal einen Schritt zur Seite. Ja, genau. So zur Seite. Ja, passt aber auch. Muss rein. Gucken. Ist einmal stumpf hier durch, ne? Naja, der wollte sich mal wieder aktivieren da. Können wir gleich beide Dinger hier machen. Die hier alle rüberkommen, dann machen wir mal die Nummer, dann kriege ich auch keinen Schaden. Dann retten wir mal den Arsch. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen die Stelle, wo ich sage, die mag ich eigentlich gar nicht. Weil das mit der Line of Sight hier immer so relativ bescheiden ist. Wollen wir die gleich mal mit dazu nehmen hier. Okay, passt aber auch. Und die Töle noch. Ist auch nicht so angenehm die Woche für Heiler. Weil. Platzen ist so ätzend. Abgeplatzt, so. Gleich weitermachen. Will der Mana tanken oder nicht? Sieht fast nicht so aus. Sollte sich aber auch ausgehen. Kujo. Ja, da war die Kiste. Sticke Ding, ne?
Oh, schnell weg hier. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Erstmal noch eine Flamme ablassen. So. Das war's dann schon. Passt. Ich heile mir selber mal ein. Wo kommt die nächste Kiste? Da. Okay. Check. Also das ist einer der Bosse, wo es am meisten scheitert an dem Dungeon hier. Gerade deswegen, wegen diesem Unchargen, ne? Halt nicht bei der Kiste stehen, das ist dann immer ein bisschen dämlich. So. Und schön hinter die Kiste, an die Kiste ran. Das tut auch nicht weh, auch wenn die glüht. So. Und den mal aufs Parkett legen, ne? Das Robo-Viech. Ja, und jetzt ist das Dungeon im Grunde genommen schon geschafft eigentlich. So, easy. Hast du diese Stelle? So, diesmal bin ich da nicht. Also, ich glaube, hier ist noch nie jemand mal nicht runtergefallen. So, das geht einfach gar nicht. Irgendwer fällt hier immer runter. Meistens. Oh, ich hasse es. Ich hasse es einfach nur wie die Pest. Gerade die Ecke jetzt, die da jetzt kommt. Ja, einer ist auch schon runtergefallen. So, ich will es jetzt nicht beschwören, ne? So, den Knopf drücken. Was? Dann kommen nämlich die Flammen nicht, die werden dann ausgestellt. Der Hunter macht auch schon hier. Oh Gott. Shit happens. Oh Gott. So. Jetzt ist er überhaupt Deutsch. So. Ah, jetzt habe ich die zwei da noch mit zugenommen. Ist dann halt so. Die nehmen wir mal alle. Können wir hier nämlich schon mal weitermachen. Der blöde Eichhörnchen, ne? Die sind auch richtig räudig, wenn die hoch werden, die Kies. So. Räudig. Räudig, räudig. Die kann man als Priester übernehmen, die Dinger beschwören hier. Dann kann man die nämlich selber hinpacken, das macht richtig viel Schaden. Braucht man aber einen Priester für. Ohne Priester geht er nicht. Ja. Der Priest. Das müsste ich eigentlich mit meinem Priester auch mal austesten. Da muss man aber ein bisschen auf Zack sein dann. Den Heilstab schwingen nebenbei. Ja. Verteidigungsbond weg. Geht ja eigentlich nur noch der Dicke jetzt hier, ne? Oh. Dieses Ding, ne? Ich hau nur Spinne da. Gefühlt sind die Dungeons alle kürzer. Also bis auf Tazavesh, aber... Tazavesh ist ja sowieso so ein Ding. Ach, steht sogar schon richtig hier. Wo ist die nächste? Einmal da drüben. Und da. Oh, fertig. Ist der Jäger eigentlich inzwischen schon da, oder? Sehe ich gerade gar nicht. Darf ich das? Ja. Ach, shit. Echt? Hat doch nicht geschafft, ey. Oh, nö. Ernsthaft? Ach, fick dich doch. Blöder Bot, ey. Die Stelle, ne? Die ist auch Krebs. Absolut. So. Das schaffe ich jetzt nicht mehr. Aber jetzt? Und jetzt kriegt man das nämlich damit nicht mehr. Ab in den Nebel zurück. Die laufen richtig, richtig doof da gerade. Okay, ja, jetzt aber. Einfach nur nicht bewegen. Finger von der Tastatur, von der Maus weg. Und dann läuft das. Lieber auch mal ein Sekündchen länger warten. So, fertig. Ah, der Jäger ist auch da jetzt inzwischen. Okay, check. Mal weitermachen hier. Scheiße. Wir müssen da natürlich raus. Bronn schubst die doch noch wieder zurück, Alter, du blöder Bot. Die sind irgendwie doof positioniert, gerade die Schildgeneratoren hier. Immer noch mal ein Stückchen weg da und dann geht das.
aus, aber. Ja, das ist fies, jetzt hier 5, 6 gleich. Okay, check. Ja, okay, der Druide sagt, er will loslegen. Bitteschön. Wo ist das scheiß Blümchen? Da ist das Blümchen. Jetzt renne ich da noch rein, ne? Mann, Alter. Scheiße, jetzt brauche ich die. Ich hab die Aggro, ne? Warum ist der rot? Jetzt habe ich sie nicht mehr. Jetzt habe ich sie. Ach, fuck. Da nicht drin stehen bleiben als Tank, das ist ungünstig. Wir hatte der Paladin noch so eine Aggro-Aura, aber die haben wir jetzt auch nicht mehr. Eigentlich ist er tot jetzt, ne? Ja. Du brauchst doch nicht mal mehr die Blume spielen hier. Ach, fuck. Das sollte natürlich nicht in höheren Keys passieren. Mit. Und gleich beide spielen hier. Das ist auch nicht viel Damage, den ich irgendwie. Ne, genervt haben die das nicht. Das hätte ich, glaube ich, mitgekriegt. Aber mal gucken. Willkommen, Schlundgänger. Machen wir mal einen Schritt zur Seite. Der Druide krebst da ganz schön am Mana, ne? Aber es passt. So. Passt. Okay, ja, der Ping ist auch relativ schlecht im Moment. Ja, ist nicht so gut, der Ping. Ausgepinkt. Defekte Maschine. Ich mag die. Nicht. Nehmen wir mal mit. Nehmen wir auch. Also ein bisschen enger jetzt hier. Aber nur, dass da jetzt kein Eichhörnchen gleich kommt. Aber das ist gut mit dem Schild. Ja, sehr schön. Ein Eichhörnchen, ne? Ja, jetzt ist das Eichhörnchen da. Ist da nicht mal. Dann ist das auch weg. Was? Ja, smooth. So, scheiße, jetzt habe ich Cooldown auf alles. Das ist ungünstig. Und wir lag das nochmal an. Das ist wieder ein Killer-Eichhörnchen. Ja, da merkt man den Ping. Also, nicht gut. Klonk. Ja, aber auch entspannt, ne? Da würde ich mir als Tank wünschen, dass ich ein bisschen mehr Damage mache. Aber das fehlt halt an der Waffe. So, will er jetzt Mana haben? Oder ist das okay? Renner ist Bär rum, okay. Gut, dann fang ich an. Da. Das finde ich eigentlich ziemlich cool hier mit dem Ausweichen. Da muss man ein bisschen aufpassen, ne? Besser als irgendwelche komischen Sägeblätter, die durch die Gegend eiern, ne? Oh. Schießt er mir hier? Ich mag die total gerne. Gnome, ne? Welcher Gnome? Oh. Was mit dem? Schon mal praktisch genau richtig zu stehen. So. Ach, laber nicht. Oder seinen Dicken raus. Ja. Dann gehen wir weg. Das ist jetzt fies. So. Scheiße. Aua, aua.
auch wieder fies. Ja, passt aber. Wieder weg. Ja, nicht. Ja, okay, das ist jetzt wirklich heute ein leichter Key gewesen. So. Einmal durch, fertig. Moin. So, wie lange hat das jetzt gedauert? Eine Viertelstunde. Das ist ein kurzer Montags-Dungeon. Ein bisschen Flux, passt. Läuft. Wunderbar. Plus 3, was habe ich gekriegt? Das Grimmgleis-Depot, ein Achter. Cool. Das ist eigentlich gar nicht dumm. Ja. Check, passt. Vielen Dank fürs Anschauen. Wir sehen uns im nächsten Montags-Dungeon. Danke dir, dass du mein Video angeschaut hast bis zum Ende. Falls du noch ein weiteres Video gucken möchtest, du findest eins auf dieser Seite und die ganze Playlist findest du auf der anderen Seite. Falls du es noch nicht getan hast, einfach mal einen Daumen nach oben geben oder aber den Kanal abonnieren, dann verpasst du auch keine Videos mehr von der Vesarius Gamer Stube. Vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Video.